Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, machen wir uns gleich mal auf den Weg. Mir sind drei Sprünge. Vier. Oh, okay. vier Sprünge von einem, ja, AAA-System entfernt. Das haben wir zuletzt irgendwann zufällig gefunden. Was war denn das? O-Stern, oder? Das haben wir so mal als Zwischenziel gesetzt und ich sag mal so, das ist wahrscheinlich entdeckt. Ich habe nicht nur geguckt, aber sehr wahrscheinlich. Aber wenn ich das schon mal auf der Karte selbst finde, dann fliegen wir auch hin. Es sei denn, irgendwelche Systeme mit Biosignale haben andere Pläne für uns oder was auch immer. Oder irgendein System mit 100 Objekte, aber hier sind nur 2, okay. Okay, gut, nichts Interessantes. Dann auch direkt gerne weiter. K-Stern. Ja, wir sind momentan 882 Lichtjahre unter der Ebene, Tendenz fallend. Sprich, wir kommen bald in den geile Bereich wieder. Dann werden wir uns sicherlich mal ein paar weise Zwerge nochmal vornehmen. Neutronensterne. Ist hier. Guck, ob wir Elektriker finden. Ja, ansonsten fliegen wir also erstmal zu dem O-Stern, wenn wir ankommen, und dann gucken wir mal auf die Karte, ob sich noch irgendwas findet. Ich habe vorhin ab und zu mal noch ein bisschen drüber geguckt, aber also viel. Hier ist viel. Viel B-Sterne, A-Sterne. Also hier ist gut durchmischt. Kann man nichts sagen, aber ich habe jetzt nichts gefunden, wo man jetzt direkt hinfliegen müsste. Irgendwelche Riesensterne. Wahrscheinlich sind die auch hier. Natürlich. Ich hab halt nur nicht weit von unserer geplante Route geguckt. Weil sonst wären wir nämlich fertig. Das wissen wir ja. Weil es hier so viel gibt. Okay, dann haben wir jetzt hier schon mal Kleinkrams. Gasriese. Ja, durch die Stratum Tektonikas zuletzt haben wir jetzt zumindest mal 115 Millionen an Biodate. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Muss ja mal wirklich darauf achten, dass man noch mal ein bisschen was aufsammelt. Aber hey, wir müssen ja noch den Rückweg zum Carrier irgendwann bestreiten. Da kommt wirklich, denke ich, noch genug drin. Das wäre ja schon geil, wenn man dann beim nächsten Mal auf dem Carrier der Elite 5 schaffen würde. Aber selbst wenn man es nicht schaffe, allzu lang dauert das dann halt nicht mehr. Also nicht, dass das irgendwas Besonderes wäre, aber ab und zu kann man sowas mal machen. Dann hätte man auch so ziemlich alle Ränge, die man jemals erreichen würde. Ja, okay, gut. Nee, ich glaube nicht, dass mal der Handelsrang. Da haben wir schon Elite. Ich glaube nicht, dass ich so auf Elite 1 packe. Ich wüsste nicht, dass mich so lange in der Bubble halten wird. Naja, obwohl eventuell das Powerplay Update. Obwohl, da kann ich einfach so rumfliegen, kann ich umgucken. Mal schauen. Mal schauen. Aber das kam hier noch nicht. Ich will sagen momentan gar nicht, wann das kommen soll. Das Update 19. Irgendwann im Sommer, glaube ich. Also haben wir noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen hin. Moment. Dabei kommt mir gerade die Idee. Aber August ist doch Sommer. wenn im August die Python kommt, die neue. Dann können doch auch. Also entweder ist es dann schon kommen oder kommt dann um den Dreh das Update 19, könnte ich mir vorstellen, weil September wäre dann schon Spätsommer, beziehungsweise Anfang Herbst, oder nee, Herbst Anfang ist erst im Oktober. Das wäre echt cool, wenn man das irgendwie kombinieren könnte. Auf der anderen Seite spricht auch nichts dagegen, wenn wir dann in der Bubble sind, nur kurz zu warten. Das können wir bestimmt hinweisen. Es gibt ja einige Sachen, die man nochmal mal. Moment. Da stellt sich mir gerade ein Problem.
weil mir so ziemlich alle Schiffe vom Carrier haben, auch unser Passagierschiff und Kram. Das heißt, mir hätte dann überhaupt keine Schiffe, um im großen Stil Missionen zu machen. Es sei denn, man kauft sich natürlich noch eins. Okay, gut, ich meine, so. Moment, warst du? Na, guck mal auf die Karte, ob der Ei war. Das ist natürlich so die Sache, wenn du alle relevanten Schiffe auf dem Carrier hast. Und dann hast du nichts mehr in der Bubble, was Spaß macht. Aber gut, das kann man sich zusammen kaufen. Na, ein bisschen oval ist es aber nicht so. Das müssen wir da mal schauen. Weil, wie gesagt, da haben wir gar kein großartiges Schiff, wenn man Passagiermissionen zum Beispiel machen wollte. Die sind alle vom Carrier. Und die dann daher so, okay, wäre machbar. Das nehmen wir einfach mal an, der Carrier steht in Great Annihilator. Was dauert dann 2 Tage ungefähr, bis das Schiff in der Bubble wäre? Das Geld, das zahlen wir dann aus der Portokasse, denke ich. Also Geldprobleme sollte man eigentlich nicht haben. Wär machbar? Oh, ja, okay, gut, du bist entdeckt, das ist klar. Ja, da haben wir insgesamt gesehen, haben wir viele Optionen, was man machen könnte. Und zur Not kann man natürlich auch irgendwie Schiff zusammenbusseln. Eher als denn 47 Sonnenmassage, das gute Stück und 134 Sonnenradien. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber halt entdeckt. Naja, kann man nichts machen. So, wo müssen wir hin? 700 Lichtjahre, 14 Sprünge. Lass uns einfach mal kurz schauen, ob man was finde. Ansonsten können wir auch einfach ganz normal weiterspringen und einfach sein. Bei den nächsten interessanten Biosignale fliegen wir hin. Auch eine Möglichkeit. Momentan nur ein bisschen. Ja, wo sind denn die Riesensterne? Wo sind sie denn? Hallo? Machen mich nicht schwach? Oder Riese? Hallo? Nein? Oh, oh. Was bist du? Nee, nur B3. Okay. Ja, B3 gilt, B-Römisch 3 gilt als Riesenstern, aber B-Sterne sind halt immer groß. Insofern ist das für die okay. Ah, da ist ein schwarzes Loch, aber nur mit einem Neutronenstern. Oh, wir wissen da was. Dann fliehen wir ganz einfach so weiter. Ist auch nicht schlimm. Moment, da fällt mir gerade was in. Lass uns da mal ganz kurz schauen. Diese Überblicke verschaffe. Moment. Alles gut? Ja, alles gut. Alles gut. Was ist denn eigentlich in der Bubble? Was haben wir da eigentlich nur mal stehen? Ich muss gerade mal schauen. Ach, du hast die Bubble. Okay. So, einfach mal hier ranzoomen. Ein stationiertes Schiff, das sehen wir hier. Was haben wir dann hier? Hä? Was macht die Crate hier? Ach, Moment. Ja, die ist beim Franklin auf dem Carrier. Was machst du denn? What? Was machst denn du? Das ist nicht die Bubble. Das ist nicht die Bubble. Das ist Kolonia. Ups. Ups, kann ja mal passieren. Die ist nur relativ neu in Elite. Ich kann die Bubble und Kolonia nie so auseinanderhalten. Das ist normal. Oh mein Gott. Wir haben hier noch unsere Hauler stehen. Das ist interessant. Und eine... Ach, die FDL steht hier noch in die Cobra MK3. Ja gut, okay, zumindest zum Piratejahren hätte man dann irgendwas da, wenn man das machen wollte. Och, die Voyager auch noch. Oh Gott. Also haben wir nur 3 Schiffe in der Bubble.
Das ist interessant. Mit der könnte man dann wirklich was machen. Aber die Cobra MK3, die ist doch zumindestens okay. Das ist auch die. Ja, mit der könnte man so ein bisschen was machen. Ich hätte echt gedacht, dass hier noch mehr steht, aber nee, das habe ich alles zum Carrier transportieren tut, gemacht, gehabt, gesollt, gekönnt, gewollt. Naja, nicht schlimm. Und das wäre dann zwar nochmal ein bisschen komisch. Wenn man dann so ein kleines Schiff hat, das auch nicht so weit springt. Aber ich sag mal so, damit. Wo kommt man dann eigentlich in die Bubble raus, wenn man die Rettungskapsel schickt? Am Startsystem, bei dem man das Spiel angefangen hat? Das wüsste ich gar nicht mehr, was bei mir war. Das weiß ich gar nicht mehr. Und nein, diese Logfiles, die habe ich lange nicht mehr. Das waren auch unter Windows. Habe ich momentan gar nicht mehr. Wie weit ist es von dort zu Shinrata Desra? Dort könnte man sich einfach nur, keine Ahnung, dann klopft da halt eine DBX zusammen. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man das machen sollte, die DBX. Weil da hätte man auf jeden Fall einen Explorer, der wie die Ende 60, Anfang 70 um den Dreh. So, oder Anfang 70 sogar, bestimmt. Das wäre. Wow, da ist noch was. Das wäre eine Option eigentlich. Bevor wir da heute kein Bild mehr kriegen. Das wäre eine Option, dass man sich einfach eine DBX zusammenklöppelt. Weil die kann ja bekanntlich gut springen, die ist nicht teuer. Gut, wie gesagt, Geld mangelt es nicht. Emono schon Rata Desra irgendwie, das dem großer FSD eingebaut, dann kannst du die auch direkt als Explorer-Schiff pimpen. Das wäre nicht schlecht. Und mit dem kommst du auch relativ gut zurück. Und mit dem kannst du halt dann irgendwo in der Bubble. Okay, gut, aber eigentlich ist ja Schwachsinn. Eigentlich, was man machen müsse, wir müssen ja eigentlich nur durch den Rata Desra kommen. Und dort gibt es ja alles. Es sei denn, natürlich, ja, wenn man halt irgendwas noch machen wolle, aber dann würde man uns doch, denke ich, das Schiff vom Carrier herholen. Na, dann könnte man natürlich überlegen, sagen wir mir, hole die Orca zurück. Da müsste man sicher noch eine reine Explorer-Orca bauen, weil du würde ich ja schon gerne in die dabei. Gott, so viele Möglichkeiten. Ich muss wirklich gucken, dass ich den Urlaub in die Zeit lege. Dass ich das ausgiebig machen kann oder ohne Zeitdruck. Und Schiffe zusammenbaue und pipapo. Muss ja ehrlich sagen, so ein bisschen freue ich mich schon drauf. Also es ist nicht unbedingt auf die Python MK2, sondern einfach nur neue Schiffe für unsere Explorer-Flotte. Ich muss noch komplett überlegen, was man baue. Können auch wirklich den Spaß machen, eine Explorer FDL bauen. Allein wenn man es könne. Das ist mal der Schrecken der Borkenhügel, Anemone und Robeum-Kristalle. Gucke. Auf jeden Fall, das wird wieder ja auf das ganze Material sammeln. Das wird wieder nicht so toll, aber gut, da bedienen wir uns natürlich sämtlicher Tricks und Kniffe. Natürlich. Und vor allem diese Spezialdate oder diese, keine Ahnung, wie hier ist es nochmal, Spezialframe Firmware. Dinger oder wie es die Nummer heiße, keine Ahnung. Ach, wenn du schon zu lange weg bist.
Die kann man sich ja recht einfach über die Cobra, über die Jameson-Absturzstelle besorgen. Das ist hier relativ gut. Das kann man schön die hochgradigen Materialien vollhauen, dann alles runtertauschen, nochmal hin, nochmal voll, wieder runtertauschen. Das geht hier relativ gut. Die hochgradige Signalquelle kann ich auch relativ gut abfarmen. Mit einem bekannten Tricks. Da wird auch halt wild getauscht, obwohl es da manchmal ein bisschen müßig ist, wenn du genau das suchst. Was Systeme du nochmal musst, aber das habe ich mal alles irgendwo mal aufgeschrieben. Oder beziehungsweise das ist irgendwo aufgeschrieben, da muss man nur gucken. Ne, hier ist nichts. Und die FSA-Datencache-Ausnahmen. Wie viel haben wir da eigentlich noch? Haben wir da alles runtergewirtschaftet oder Materialien, Filter? Ah ja, verschlüsselte Daten. Okay, das ist gerade zwei, das ist immer noch voll. Ja, das ist auch kein Problem. Typische Dings. FSA-Datencache. Oh, wir haben noch 44. Wow. Geheimes Genfragment. Das ist nicht so wild. Doch, da haben wir ja alles gepinnt. Das ist okay, das ist okay. Exzentrische Überarmrouten, FSN, ja gut. Das kriegt da mal auch noch so viel, wusste ich gar nicht. Okay, das ist gerade ends. Das ist auch noch okay, dass da mal auch noch ziemlich viel. Okay, da müssen wir gar nicht so viel machen. Da bräuchte man noch ein paar. Das ist auch okay. Seltsame FSA-Zielorte, das sehen wir gerade drei. Ach, Spezial-Legacy-Firmware. Haben wir doch so viel. Okay, das ist Ends. Okay. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Muss ich sagen. Hätte ich gedacht, das wäre schlimmer. Da war doch noch einiges. Okay, dann hängt es wahrscheinlich an den gefährlichen Materialien. Da dürfte relativ ebbesen. Gucken wir auch noch schnell drin. Für den kurzen Überblick zwischendurch. So, 13 Objekte. Eine Wasserwelt, okay. So, Wasserwelt. Eine oben mit Ring sogar mit 8 Erdmasse. Ja, das ist nicht schlecht. 2000 Lichtsekunde, das gibt uns genug Zeit, um uns da anzugucken, wie da unser Lager ausschaut. Filter, gefertigte. So, Behelfskomponenten. Ich immer mit meinen Befehlskomponenten. Da brauchen wir einige. Das war gepinnt. Gut, das Dorn ist relativ easy. Okay. Chemische Prozessoren.
Chemische Manipulatoren, ja, stimmt. Das ist okay. Core Dynamics Composite, auch noch relativ viel. War das nicht immer das, die man immer findet, war, wenn man sie nicht so oft braucht? Einfache Leiter. Eine komplizierte Leiter gibt es bestimmt auch irgendwo. Elektrochemische Detektoren, okay, das geht noch. Elektrokeramiken, ja. Das braucht man nicht. Filament. Geborgene Legierungen. Okay, das ist Grad 1. Gehärtete. Das ist noch viel da. Hybrid-Kondensatoren. Okay. Komposite. Das ist okay. Haha, stimmt. Konfigurierbare Komponenten. Ja, leichte Legierungen. Die brauchen wir doch auch. Ja, haben wir auch wenig. Leitfähige Komponenten, easy, Grad 2, leitfähige Polymere, da brauchen wir viel, ja, da brauchen wir einiges. Mechanische Kost, das geht eigentlich noch. Mechanisches Equipment, oh ja, militärisches Superkondensator, oder ist das einfach nur Qualitätslegierungen? Meine Güte, ey. Pharmazeutische Isolatoren, ja, oh, okay, ja. Da brauchen wir einiges. Die kann man auch relativ einfach sammeln, die du. Die kriegst du auch nur geschmissen, bestimmte Systeme. Oh ja, ne, die du kann man nicht runtertauschen, das ist kein Ding. Ja, ich weiß, das war gerade 5 Material, aber irgendwie kann ich mich noch erinnern, da war mal in so viel Systeme mehr der andere gerade 5 gebraucht und du hast immer diese Proto-Legion gekriegt. Immer. Gut, schon wenn ich mir rette vor dir, ne? Heieiei. Ne, das wird noch mal, das wird noch mal hart. Und da muss ich mir diesmal, glaube ich, nur ein anderes Konzept überlegen, wie man das am besten, die Schiffe am besten durchgepimpt kriegen. Ich glaube, am einfachsten ist, wenn du Noshin Rata Desra fliegst, kaufst alles durch Ausrüstung, dann fliege mit dem schnellsten, also mit dem Schiff mit der größten Reichweite zum ersten Ingenieur, pimpst dort alles durch, löscht alle Schiffe dort an, schicke, pimpst die dann durch, damit du nicht fünfmal bei jeder Ingenieur musst. Und das ist wahrscheinlich am effektivsten. Das ist dann natürlich nur nichts für, wenn ich das aufnehmen will, weil dann muss ich ewig warten, bis die kommen. Das finde ich nicht so gut. Aber so vom reinen Zeitaufwand dürfte das es effektiv schießen, oder? Dass dann immer wieder ins Schnellste steigst, wie ich zum nächsten Ingenieur. Ja, mal gleich, dann ziehst du da wieder alle Schiffe hin und durch sie durchpimpe. Da muss ich nämlich jeder Ingenieur nur MO anfliegen. Vielleicht ein paar Wartezeiten dazwischen. Dauert dann zwar irgendwie ein bisschen, aber. Nee, oder? Können wir da. So. Das dürfte eventuell die einfache Methode sein. Oder wie macht ihr das, wenn ihr so einen Haufen Schiffe durchpimpen wollt? Oder machen wir das nicht? Okay, ist ja nicht jeder so, so doof und hat vor sich von jedem Schiff oder von vier Schiffe Explorer-Variante zu holen. So, zack, zwei Ringe, so wie es ausschaut. Alter, was? Was? Ich habe noch nie so viele Hotspots gesehen. Wow. Musgravit Alexandrit. Peinit. Alter Vater, ey. Ist hier irgendwie was Überlappendes? Was haben wir hier? Benoit. Oh, guck mal, Benoit Double Hotspot. Ist das Zeug was wert? Ich habe keine Ahnung. Serendipity. Das war was anderes neben unser Eid. Die überlappen nur so ein bisschen der Alexandriten.
die auch nur so ein bisschen. Okumo hier. Da. Serendipit. Ne, Muskravit. Benoit. Okay, Hikumo ganz kleiner. Der Pinit ist ganz klein. Muskravit, Benoit. Okay, nee, eigentlich nur ein Doppel-Hotspot. Und das ist dieser hier. Benituit. Keine Ahnung, was das ist. Interessant ist es auf jeden Fall. Wow. Okay, ja. Zwar keine. Moment, müssen wir. Nee. Moment, da müssen wir was anderes machen. Nein. Was mache ich? Total verpeilt, sorry. Ich bin immer noch komplett verwirrt, wie viele Hotspots es hier gibt. Ich will einfach noch ein bisschen besser ran für Bild. Kein Schiff. So, ja, das schon eher. Okay, dann würde ich doch sagen, mit der Wasserwelt verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch eine schöne Restwoche. Gar keine Ahnung, von wann die Folge ist. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.